Ja, herzlich willkommen zu einer Reihe von ein paar Videos, die ich zum Thema Übungen zu Ionenverbindungen aufzeichnen möchte. Und zwar geht es um die Übungen, die man im Zusammenhang mit Ionen öfters mal hat oder vornehmen muss. Und ich habe hier auf dem Chemie Digital Wiki eine Seite, wo ich verschiedene Übungsaufgaben auch zu diesem Thema gesammelt habe. Allerdings findet ihr da auch allgemeine Informationen. Zu drei Themen wollte ich eben Videos erstellen, weil die also öfters mal vorkommen und recht wichtig sind, dass man das Ganze beherrscht. Und zwar Dissoziationsgleichung, Ladung von Nebengruppenelementen und Bestimmung von Verhältnisformen von Verbindungen aufgrund der Elemente. Zum ersten Video. Da geht es um Dissoziationsgleichung. Ihr braucht euch diese Adresse hier oben nicht abschreiben. Die sollte in der Beschreibung zum Video verfügbar sein, sodass ihr eben auch die Übungen, die ich auf dieser Seite hier habe, wo sind hier? Ja, hier sind ein paar Aufgaben, die könnt ihr dann eben auch nacharbeiten. Allerdings sind hier keine Lösungen momentan vorhanden. Die werde ich vielleicht auch noch ergänzen. So, in diesem Bereich Dissoziationsgleichung bestimmen, erkläre ich das Ganze anhand des Stoffes Lithiumdioxid, nee, Dilithiumoxid, Li2O. Und das möchte ich jetzt also auch noch ausführlich hier machen im Video. So, also zunächst schreiben wir uns erstmal den Stoff auf, um den es geht. Das ist also das Li 2O, also das Dilithiumoxid. Zunächst einmal der Begriff Dissoziationsgleichung. Das hat zwei Bestandteile. Zum einen Gleichung. Ich soll eine Reaktionsgleichung aufschreiben, wobei es eigentlich keine Gleichung ist, denn eine Reaktion ist es nicht, denn bei einer Reaktion entstehen ja neue Stoffe. Tatsächlich ist es so, dass bei dieser Gleichung keine neuen Stoffe entstehen, sondern es findet eine Dissoziation statt. Und diese Silbe deutet immer darauf hin, dass etwas auseinandergeht oder voneinander ja, geht. Und in diesem Fall ist es so, dass ich eine Ionenverbindung habe. Hier, das ist eine Ionenverbindung. Und diese Ionenverbindung soll aufgespalten werden in ihre Ionen. Das ist allgemein eine Dissoziation oder eine Dissoziationsgleichung, wenn ich das Ganze eben als Reaktionsgleichung aufschreibe. Ja, woher weiß ich, dass das eine Ionenverbindung ist? Nur dann kann ich nämlich die Dissoziationsgleichung aufschreiben. Entweder denke ich mal, wird der Lehrer euch nur so etwas sagen, bestimme die Dissoziationsgleichung für etwas, wenn das tatsächlich der Fall ist. Ansonsten kann man das meistens daran erkennen, das ist allerdings nicht immer der Fall, dass man eine Verbindung aus einem Metall wie Lithium und einem Nichtmetall wie Sauerstoff hat. So, jetzt gehen wir aber mal ran. Also, was sind die Ionen, die hier enthalten sind? Es müssen Ionen sein. In diesem Fall sind es ja zwei Elemente, die hier enthalten sind. Also kann ich schon mal hinschreiben, ich habe hier das Lithium und ich habe Sauerstoff. Und ich lasse mal rundherum genügend Platz, dass ich da eventuell was eintragen kann. Nun sehe ich aber noch nicht, dass das hier Ionen sind. Ne? Ionen sind ja geladene Teilchen und hier fehlt natürlich die Ladung. Um darauf zu kommen, was für eine Ladung ich hier habe, brauche ich das Periodensystem. Das habe ich mir ein Bild hier reinkopiert. Und jetzt gehen wir mal nacheinander durch und überlegen, wie die Ladung dieser Ionen sein muss. Denn die kann man nicht aus der Reaktionsgleichung, sondern sogar einfach von den Elementen ablesen. Und wir fangen mal hinten beim Sauerstoff, beim Oxid an und gucken, wo der Sauerstoff im Periodensystem ist. Ich suche mal eine
Farbe, mit der ich das gut erkennen kann. Ich habe hier den Sauerstoff. Und der Sauerstoff ist in der sechsten wichtig Hauptgruppe. Das hatte ja eine Bedeutung, nämlich die, dass wenn Sauerstoff in der sechsten Hauptgruppe ist, dann bedeutet das ja, ich habe sechs Elektronen auf der äußersten Schale. So, das ist deshalb von Bedeutung, weil es da wiederum eine Regel gibt, die besagt, dass jedes Hauptgruppenelement ganz gerne 8 Elektronen haben möchte. Und damit es das bekommt, ich wollte eigentlich eine andere Farbe haben, das hat nicht geklappt. Also es möchte gerne 8 Elektronen auf der äußersten Schale haben. Und wie kommt es da dran? Ja, das sollte nicht so schwer sein. Es müssen zwei Elektronen dazukommen. So, dann habe ich nämlich eine 8 Stück. Ja, was hat das jetzt für eine Auswirkung auf die Ladung des Sauerstoffs als Ion? Das Sauerstoffion muss dementsprechend, weil es ja zwei Elektronen mehr hat als das ungeladene neutrale Sauerstoffatom, muss dann eben eine Ladung von 2 minus haben. Ist, denke ich, relativ klar. Hier, ja, zwei kommen dazu, zwei negative Ladungen, dann habe ich dementsprechend 2 minus. Achtung, man muss ganz wirklich aufpassen, dass man das nicht verwechselt, weil man sagt, es kommen zwei dazu, plus, dass es dann positiv geladen ist. Nein, es kommen ja zwei negative Ladungen dazu. Dementsprechend ist es zweifach negativ geladen. Das heißt, was habe ich für eine Farbe? Ja, mal das Rot. Das Sauerstoffion muss die Ladung minus 2 haben. Ja, jetzt kommt das gleiche Spiel eigentlich für Lithium. Wir gucken, wie viele Ionen hat Lithium auf der äußersten Schale. Und Lithium ist ja hier, das heißt, es ist in der ersten Hauptgruppe. Und dann geht es genauso wieder vorher, weiter wie vorher. Li in erster Hauptgruppe. Dementsprechend also ein Elektron auf der äußersten Schale. Ich kürze es mal ein bisschen ab auf der äußersten Schale. So, jetzt möchte es wieder auf 8 Elektronen kommen. Nur wie kann es das machen? Eine Möglichkeit wäre jetzt natürlich zu sagen, ich nehme 7 Elektronen auf, dann hätte ich die 8 Stück. Das wäre relativ viel. Und das würde allerdings nicht gehen, beziehungsweise funktioniert deshalb auch nicht, weil der Sauerstoff schon eine negative Ladung hat. Und wenn jetzt 7 Elektronen dazukommen würden, dann hätte ich ja hier beim Lithium auch eine negative Ladung. Und negative Ladung und negative Ladung würde sich ja abstoßen. Das würde gar nicht zusammengehören wollen. Und da gibt es ja eine andere Lösung. Denn es ist so, ich kann nämlich Folgendes machen. Ich kann sagen, ich nehme ein Elektron weg. Und was habe ich dann? Ich habe dann natürlich, wenn vorher eins da war und weg ist, habe ich dann 0 Elektronen auf der bis oder der bisherigen äußersten Schale. Also das, was vorher die äußerste Schale ist, die hat jetzt natürlich 0 Elektronen. Und dann ist natürlich ist eigentlich nicht mehr die äußerste Schale. Deshalb habe ich ja geschrieben, auf der bisherigen äußersten Schale. Aber die Schale unten drunter, die, und da gibt es eine entsprechende Regel dazu, die wird ja
immer auf mindestens 8 Elektronen aufgefüllt, bevor eine weitere Schale benutzt wird. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich auch 8 Elektronen auf der, und das müssen wir dann halt korrigieren, auf der nun äußersten Schale. Das ist also die Schale, die eben unter der äußersten Schale hier beim Lithium ist. So, ein kleines Missverständnis. Das Problemchen ist mit der 8, das stimmt nicht so ganz. Lithium hat nämlich zwei Schalen, das steht ja hier. Das bedeutet, ich lande, wenn ich ein Elektron weg will, beim Helium. Das hat keine 8 Elektronen, sondern nur 2, aber es erfüllt auch die Edelgasregel. Insofern stimmt das, was ich jetzt hier hingeschrieben habe, nicht so wirklich, aber es ist auf jeden Fall immer ein Edelgaszustand und das ist das, was ich brauche, wenn ich das so mache. Ich sorge also dafür, dass die äußerste Schale leer wird und die Schale unten drunter hat meistens 8 Elektronen. Beim Lithium ist es eine Ausnahme, weil es eben in der zweiten Zeile steht, aber vom Prinzip her entweder auffüllen auf 8 oder leeren auf 0 und die Schale unten drunter, die wird schon ordentlich eingerichtet sein. So, jetzt haben wir noch gar nicht geklärt, was für eine Ladung das Lithium-Ion haben muss. Jetzt ist es also so, ich habe ein Elektron entfernt. Wie muss dann mein Lithium-Ion aussehen? So, Achtung, ein Elektron weniger. Ich habe also weniger negative Ladung. Das bedeutet letztendlich, dass ich einen Überschuss an positiver Ladung habe. Und wenn ich einen Überschuss an positiver Ladung habe, muss ich also hier die Ladung Li plus haben. Da nur ein Elektron entfernt wurde, also einmal plus. Was auch ganz praktisch ist, man kann sich das merken, Metalle sind immer positiv geladen. Das ist eine ganz wichtige Regel. Wenn man sich die noch merkt, kann man eigentlich keine Fehler mehr machen. So, und wenn ich jetzt weiß, Li hat die Ladung plus, dann bin ich teilweise schon fertig, aber noch nicht ganz. So, jetzt gibt es noch Folgendes zu beachten. Und zwar steht ja hier Lithium 2. Dieser Index bezieht sich auf das Lithium. Ich habe zwei Lithiumatome. Beim Sauerstoff ist es so, da steht keine Zahl hin. Ich kann mir aber denken, dass da eine 1 steht. Und das muss ich hier vorne mit reinbringen, dass ich zwei Lithiumatome bzw. Ionen habe. Und die 1 kann ich entweder weglassen oder ich schreibe sie hin oder eben auch nicht. Na, also die kann man weglassen. Und zur Kontrolle muss ich jetzt nochmal oder sollte ich nochmal schauen, dass das stimmt. Nämlich, es muss neutral zusammen sein. Hier. Das muss neutral sein. Das heißt, wenn ich jetzt die Ladung addiere, wenn ich also 2 mal plus 1 und einmal die Ladung 2 minus nehme, muss ich kontrollieren, ob das richtig ist, dass da 0 rauskommt. 2 mal plus 1, 2 und einmal minus 2 gibt tatsächlich 0. Das ist also richtig und damit müsste eigentlich die Formel stimmen, wenn ich natürlich hier unten keinen Fehler gemacht habe. So, diese Vorgehensweise kann ich immer dann anwenden, wenn ich bei meiner Ionenverbindung zwei Elemente der Hauptgruppen habe. Wichtig, Hauptgruppen. Bei Nebengruppenelementen muss ich anders vorgehen. Zumindest ein klein wenig anders. Das kommt dann aber in einem späteren Video.